Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hausflipper. Es geht weiter. Wir kaufen uns das nächste Haus. Und das wäre Zimmer 404. Kostet 75.094. Quatsch. Ist 75,94 Quadratmeter groß. Kostet 69.991,11. Hat eine Etage und 5 Räume, eine gemütliche Wohnung, in der alles aufgeräumt ist. Die Möbel im Stil der 90er sorgen für ein Gefühl der Normalität. Ja, ich glaube, wir lassen es nicht so. Wir gucken uns das jetzt mal genauer an. Moment mal, dieses Haus ist verflucht, aber wir können den Fluch für dich brechen. Möchtest du mit dem gruseligen Zeug spielen? Nein. Danke. Ich möchte nur Hausflipper spielen. Kein Gruselzeug. Eine Sicherung durchgebrannt. Okay, Sicherungskasten funktioniert, also kein Strom erstmal. Dann räumen wir den ganzen Siff hier erstmal auf. Oh, ich fängt das schon wieder an. Ne, machen wir das so. Gut, dann einmal sauber machen, weil es nämlich echt ekelhaft hier. Oh, da liegt noch eine Pizza. Falls ihr Hunger habt, könnt ihr euch die ja gerne aufheben. Ich für meinen Teil würde, glaube ich, diesen hier machen. So, erstmal alles nagisch machen. Einfach damit wir alles nochmal neu einrichten. Oh Gott, die Schränke sind eingeräumt. Gut, dann haben wir das auch erstmal. So sieht das alles nackt aus. Was ist hier? Hier ist ein Waschraum. Okay, wir räumen erstmal alles leer und dann gucke ich mir an, was wir... Oh, das können wir nicht... Bah, die Decke ist ja widerwärtig. Wir machen das hier gleich alles erstmal schön. Ah, die Decke kann man sauber machen. Dann machen wir erstmal eine neue Sicherung rein, damit wir auch wieder Strom haben. Das funktioniert also. Und dann gucken wir uns den Nebenraum an, was ein Badezimmer ist. Und das geht von der Einrichtung... Aber wir hauen trotzdem alles raus und machen neu. So. Oh, da lag noch ein Kamm. Weil die Einrichtung hier ist wirklich sehr schäbig. Und... das ekelhafte Schlafzimmer. Gut, erstmal alles schön raus.
Ah, okay. Die konnten wir einsammeln. Achso, ich bin noch gecrouched. So. Erstmal alles raus. Gut, Fenster müssen wir nicht putzen. Die sind nämlich alle picobello sauber. Hier würde ich in der Tat das hier einreißen. Das brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Genauso wenig wie diese Ecke hier. Die machen wir hier einfach raus und schon haben wir mehr Platz als vorher. Dann würde ich die beiden Räume zusammenlegen. Gut, dann hätten wir nämlich ein größeres Badezimmer. Dann würde ich generell mal die Türen rausholen und diese Ecke da auch wegmachen. Nämlich ziemlich unnötig. Und hier die auch. Gut, dann hätten wir im Großen und Ganzen das geändert. Und würde sagen, dann fangen wir an mit Boden und Decke, das neu zu machen. So, dann wäre ich hier erstmal mit der Tapete, Fußboden und Decke fertig. So sieht das Ganze jetzt aus. Wir müssen jetzt natürlich noch Türen reinmachen.
Einmal diese hier. Ach nee, da, Moment, die ist falsch. Aber ich möchte nur eine Tür da drin haben. Wo machen wir die am besten rein? Ich glaube hier, ne? So. Und einmal da. Und dann machen wir hier zu. Aber dafür müssen wir nochmal abreißen und da oben nochmal gleich neue Tapete setzen. Dann hauen wir eben nochmal Tapete an die Wand. So. Und ja, dann haben wir's. Dann würde ich sagen, richten wir erstmal Küche und Wohnzimmer ein. Aber erst Klimaanlage und Heizung, bevor ich die vergesse. So. Dann haben wir erstmal die drinnen und dann noch die Heizung. Vorhänge können wir hier keine reinmachen wegen den Fenstern. Aber irgendwas ähnliches. Dann einmal die und dann würde ich die Küche machen. Ich hätte gerne auf jeden Fall eine weiße Küche. Ich würde, glaube ich, hier die Glenn-Sachen nehmen. Wäre was Helles und Freundliches. Die haben wohl keinen Backofen, ne? Nee, da müssen wir nochmal separat gucken. Dass wir da sowas hinbauen, genau. Gut, und dann stückeln wir uns jetzt den Rest der Küche zusammen.
So, na? So würde ich das dann machen. Dann würde ich hier noch den Kühlschrank hinpacken. Da würde ich nicht Glenn nehmen, sondern Kühlschränke, den hellen weißen, den hier. Und dann wäre das Gesamtpaket perfekt. Gut, dann. Kommt diese Abzugshaube noch hier hin? Und wir brauchen noch Hängeschränke. Da müssen wir gleich wegen der Höhe nochmal gucken, aber ich glaube, das sollte schon ungefähr so passen. Ja, der passt jetzt natürlich nicht da rein, oder? Wir gucken mal. Doch, perfekt sogar. So. So ist doch super gut. So ist perfekt. Guck mal, das ist doch eine schöne Küche. Und dann würde ich sagen, bevor wir ins Kleinkarierte gehen, richte ich das Wohnzimmer nochmal ein. Das passt nicht wegen der Heizung. So. Moment, was war das für ein Sofa? Julia. Aber ich bezweifle, dass wir einen passenden Tisch dazu finden. Dann kombinieren wir die Julia mit der Stella. Und dann würde ich hier ein Esstisch hinmachen. Wir machen uns das jetzt so nach und nach. Esszimmer, Tische. Was nehmen wir denn da?
Wir passen zur Tapete. Dann haben wir das. Und dann können wir ja nochmal gucken wegen Regalen und so. Aber das Grundmobiliar ist ja dann gegeben. Gut, so. Dann noch eine vernünftige Deckenlampe hin, oder eher gesagt zwei. Oh, und dann haben wir hier Halogenstrahler hoch 10. Heilige. Dann nehmen wir was Dezenteres. Ja, schon besser. Gut, so sieht das Ganze dann aus. Und jetzt brauchen wir noch ein Regal auf jeden Fall, was wir hier zur Seite stellen. Und ja. Sieht doch schon tausendmal besser aus als vorher. Zumindest meiner Meinung nach. Nee, das ist blöd. Das ist schöner. Gut, dann können wir anfangen mit Dekoration. Auf jeden Fall muss hier ein Teppich rein. Nehmen wir zweimal denselben. Packen wir dann hier nochmal unter den Tisch. Und schon sieht das nicht mehr ganz so leer aus. Und natürlich ganz wichtig sind die Bilder. So, ne? Ja. Und jetzt alles zur Abrundung pflanzen, wie immer. Aber die ist doch richtig schön hässlich. Ja, das ist doch voll und ganz okay.
Genau, da wollte ich von Af an den Spiegel hinhaben. Also, da lässt sich nicht drüber reden. Ja, die steht gut da. Und eine Uhr. Dann brauche ich noch einen Teppich für den Flur. Irgendwas Langes. Einmal hier und einmal hier. Das passt ganz gut. Dann würde ich noch eine Stehlampe reinmachen. Die sind immer ganz gut. Dann brauchen wir noch einen Mülleimer in der Küche. Hier so in die Ecke. Und ja, das erstmal nicht. Behälter, Büro auch nicht. Hobby. Ein paar Bücher fürs Bücherregal. Ist immer sinnvoll. In der Kosmetik brauchen wir nicht Küche. So, ne? Dann Besteck, ganz wichtig, ohne Besteck kann man nicht essen. Mehr würde ich jetzt da auf den Tisch erstmal nicht machen. Dann würde ich für die, ja, die Küche jetzt einrichten.
So, ne? Ja. Nee, das lassen wir diesmal weg. Dann möchte ich gerne noch eine Kaffeemaschine haben. Ach so, ist elektronische Unterhaltung. Da müssen wir bei Küchengeräte gucken, ne? Ja. So ist das in Ordnung, ne? Dann hier und dann müssen wir noch den Rest dekorieren. So ein bisschen da rein. Aber hier ist noch so leer. So, dann da noch ein paar Bildchen und dann sollte das so passen hier, ne? Schlicht und einfach. Dann kümmern wir uns jetzt um den Flur und deren Accessoires. Weil keiner möchte in einen stinknormalen leeren Flur reinkommen. Oh, das passt doch perfekt dahin. Auch von der Breite, das ist sehr, sehr gut. So, ne?
Gut, dann wären wir fast soweit. Wir so tun, als würden wir dekorieren und dann würde ich es auch schon fast so lassen. Aber hier würde ich noch ein Schuhregal oder ähnliches hinmachen. Aber da haben wir hier nur diese ganz kleine Variante. So, das reicht dann, ne? Sieht doch gut gelungen aus. Beziehungsweise, wenn man gesehen hat, wie das vorher aussah, dann auf jeden Fall. Gut, dann gehen wir ins Badezimmer. Gut, ich konnte den Stromkasten entfernen, was sehr zu meiner Zufriedenheit beiträgt. Und jetzt würde ich das Badezimmer einrichten. Wir brauchen auf jeden Fall, möchte ich eine Badewanne und eine Dusche drin haben. Und die würde ich eiskalt einfach, oder? Ne, komm, wir machen die hier hin. So. Und dann in der Ecke die Dusche. Und dann würde ich das jetzt erstmal einsetzen, damit wir alles Weitere noch gucken können. Bin wieder zu blöd hier für alles. Also. Gut, und dann jetzt die Dusche. Das ist scheiße. Wir nehmen eine andere, wir nehmen die Eckdusche. Ja, so ist besser. Und dann würde ich hier die Toilette hinmachen. Und auf der anderen Seite das Waschbecken. So mittig. Und nur noch das Waschbecken. Gut,
Das wäre das Badezimmer im Großen und Ganzen. Jetzt kommt natürlich noch der Rest. Und ja, da kümmern wir uns direkt drum. Ja, okay, da müssen wir noch ein bisschen schieben. Machen wir das eben noch weg. Ich hoffe, das ist jetzt auch das richtige Holz. Okay, eine Lücke bleibt so oder so, sehe ich gerade. Aber nicht so fett wie eben. Ja, ist das richtige Holz. Dann bleibt das so, wie es ist. Anders geht's leider nicht. Ich hätte es auch gerne anders, aber funktioniert leider nicht. Kommen wir immer dezent durcheinander mit allem. Dann haben wir noch die 0 auf 15 Schränke, genau. Nee, das ist das falsche Holz. Sieht nicht richtig aus. Schade, dass das jetzt nicht da dran geht, aber so ist das nun mal jetzt. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen Spiegel. Und kleine Tischpflanzen am besten. So. Und was wir mal wieder nicht drin haben, ist eine Heizung. Wie immer, die vergesse ich nämlich immer. Die Handtuchheizung muss reichen. Dann machen wir einen Teppich noch rein. Den auf jeden Fall nicht. Den aber vielleicht ein Ticken dunkler. Ja, so sieht es auch gut aus. Eine Uhr darf nicht fehlen. Und die restliche Badezimmerdekoration natürlich nicht.
Nehmen wir das. So, dann haben wir es gleich schon. Nur noch der geliebte Mülleimer muss hier rein. Der passt perfekt da in die Ecke, ohne dass das jemanden stört. Noch einen Wäschekorb. Dann die Klolektüre. Und dann können wir hier noch Kosmetik reinklatschen, weil wir hier so viel Platz haben. Keine Ahnung, wie viel man das alles braucht, weil ich persönlich schminke mich überhaupt nicht und ja. Ich stelle einfach mal eine kleine Palette dahin. Dann wollte ich noch so einen Stehspiegel haben. Für das Make-up. Das wäre dann doch noch ganz nett. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus hier. Vielleicht noch eine andere Deckenlampe, aber. Hier ist es ziemlich hell drin, muss ich sagen. Dafür, dass wir keine Lampen anhaben. Würde ich wieder die Halogen-Dinger hier reinklatschen. Ja, guck doch mal, wie schön. Ja. Schön groß, luxuriös. Und dann gehen wir ins Schlafzimmer. Das wär's dann. Dann hauen wir erstmal hier eine neue Deckenlampe rein. Gut, oh, und dann Heizung und Klimaanlage. So, das hätten wir und dann brauche ich nur noch die Heizung. Gut, dann hauen wir noch was vor die Fenster.
Und dann können wir einrichten. Fangen wir am besten mit dem Bett wie immer an. Bett, wie gesagt, so. Und dann gucken wir mal. Das hatten wir noch gar nicht, ne? Oh, das sieht nicht schlecht aus. Was nehmen wir als Nachttisch dazu? Die passen ganz gut dahin und dann brauchen wir nur noch einen Kleiderschrank. Den wir dann dahin machen und dann würde ich den hier zweifache Ausführung hier hin machen. Und das wäre dann das Schlafzimmer. Und dann gucken wir mal nach dem Rest und Deko. Oh, Deko. Was gibt's denn da? Der ist zu klein. Der Rest ist einfach so hässlich. Nehmen wir den wieder. Und dann ist das Ganze abgerundet. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass es so ein Brotbild gibt, okay. Hier zur Dürre passen Elefanten. Ach, die ist ja süß. Leider zu klein. Gut. Ja. Nee, hässlich. Das schon eher. Und dann brauchen wir noch Nachttischlampen. So.
Guck mal, das sieht doch ganz nett aus. Mal ein etwas anderer Einrichtungsstil wie sonst, aber ist sehr gut gelungen, finde ich. Ja, sieht doch schön aus. Gut, ja, das war's dann hiermit, ne? Dann haben wir alles fertig. Ja, das Schlafzimmer, ne? Badezimmer habt ihr gerade gesehen. Hier ist der Flur so ein bisschen. Und dann kommt man hier Küche und Wohnzimmer. Garten haben wir keinen. Also können wir das jetzt verkaufen, einfach so. Einfach so. Elftausendfünfundvierzig haben wir Gewinn gemacht, Reingewinn. Und das ist ein sehr gutes Angebot. Das nehmen wir an. Und das war's dann für dieses Haus und auch für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Hauskauf.